Ja, hi. Es ist Dienstag, nicht Sonntag. Und ja, es tut mir leid, dass ich jetzt erstmal ein Video hochlade. Aber ich habe es am Sonntag nicht geschafft. Ich bin am Sonntag aus München zurückgekommen und war dann doch ziemlich fertig. Und gestern hatte ich auch noch Schmerzen. Und ja, es war für mich einfach nicht der passende Zeitpunkt. Und jetzt geht es mir aber gerade gut. Und deswegen mache ich jetzt das Video. Sonst geht es mir auch sehr gut. Ich habe zwar ab und zu noch ein bisschen Schmerzen, wenn ich mich irgendwie ja, überanstrenge, wenn ich zu aktiv bin. Das merke ich auf jeden Fall. Ja, ich habe leider eine Fistel bekommen. Für mich etwas ärgerlich, weil das für mich quasi die Endstation ist und ich eigentlich nicht nochmal eine OP machen wollte. Deswegen hoffe ich, dass sie jetzt von alleine weggeht und ich nicht nochmal unters Messer muss. Aber wenn das so ist, dann ist es so. Und ja, ja. Das Thema der Woche ist Umgang mit unangenehmen Situationen als FTM. Und gerade gestern hatte ich erst so eine Situation. Ich will sie jetzt nicht unbedingt richtig unangenehm nennen, aber es war schon komisch, weil ich saß beim Arzt und wollte mir eine Krankschreibung holen, weil ich ja jetzt noch nicht arbeiten darf. Und ja, es war einfach so, dass ich da saß und auf einmal kam jemand ins Wartezimmer und den kannte ich. Und zwar kannte ich ihn, weil er ja, mal in meiner Grundschulklasse war und auf der weiterführenden Schule war er auch. Und es war eine komische Situation. Ich glaube, er hat mich auch erkannt. Er konnte mich aber, glaube ich, nicht richtig zuordnen. Auf jeden Fall hat er die ganze Zeit irgendwie hingeguckt, aber dann auch wieder weggeguckt. Und ja, ich habe die Situation aber nicht aufgelöst. Ich habe nicht gesagt, hey, hier bin ich. Und weil ich in der Situation eigentlich gar keine Lust hatte, mit irgendwelchen Menschen Kontakt aufzunehmen. Ich wollte einfach nur schnell nach Hause und aufs Sofa. Ja, aber es war halt wieder so diese typische Situation. Man sieht jemanden von früher und man weiß nicht, erkennt er einen jetzt? Was denkt er gerade über einen, wenn er einen erkannt hat? Und deswegen ist das für mich eine etwas unangenehme Situation, aus der ich dann gerne flüchte. Und ja, konnte ich zum Glück auch. Ich wurde dann schnell aufgerufen und bin dann auch schnell, zack, danach raus und nach Hause gefahren. Ja, aber es gibt natürlich noch andere Situationen, vor allen Dingen beim Arzt. So, wenn man jetzt zum Beispiel schon weiter in seiner Transition ist, aber die VRP noch nicht gemacht hat und die Krankenkassenkarte noch nicht umgeschrieben wurde, weil sich die Krankenkasse da irgendwie angestellt hat und man dann als Frau aufgerufen wird, so, und man denkt sich so, Scheiße, was mache ich jetzt so? Jetzt muss ich aufstehen, obwohl ich gar nicht so aussehe wie eine Frau und das ist mir mega unangenehm, so. Sowas zum Beispiel. Oder wenn man nach einem Perso gefragt wird, wenn man zum Beispiel Zigaretten oder Alkohol kauft und hinter einem eine mega Schlange ist und die dann auf den Perso gucken und sagen, Moment mal, das sind aber nicht Sie. Also, und genauso gibt es auch Situationen sag schnell, mit der Bankkarte, wenn die auch noch nicht umgeschrieben ist. Das sind so drei Situationen, wo ich mir echt immer gedacht habe, so, oh mein Gott, hoffentlich passiert das nicht, weil da sind ganz viele Leute hinter mir und ich will dann nicht der Kassiererin erklären müssen, was da jetzt los ist, dass ich das doch bin, aber man nicht sieht, dass ich das bin, aber sie mir doch bitte glauben soll, weil ich ja kein Betrüger bin. Und ja, das sind so Situationen, die will kein Mensch passieren, aber. Und da muss man dann einfach cool und gelassen rangehen und sagen, hey,
Na, da gibt es so eine Sache und bitte können wir das jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen diskreter behandeln oder ne? Es ist einfach Fakt, dass es unangenehme Situationen sind und es ist auch einfach Fakt, dass man vor diesen Situationen einfach nie sicher sein kann, solange man die VLPA noch nicht hatte. Weil, ja, also seitdem ich die VLPA hatte und alles auf meinem Namen umgeschrieben ist, habe ich da auch keine Angst mehr vor, weil mein Erscheinungsbild ist nicht dem einer Frau. Auf meinen Papieren, auf Perso, Krankenkassenkarte, Bankkarte steht überall mein Name drauf. Und da gibt es einfach keine Verwechslungsgefahr mehr. Aber vorher gab es halt schon echt Situationen, wo man sich dachte, oh nein, bitte nicht jetzt so, weil ich meine, es ist einfach eine Scheißsituation und keiner möchte diese Situation haben. Auch diese Erklärungsnot finde ich einfach noch mit das Schrecklichste dabei, weil was erklärt man dem Menschen jetzt? Wie reagiert der Mensch? Denkt der Mensch, der will mich doch verarschen so, ne? Und macht dann irgendwie noch einen Aufstand oder so. Und das sind einfach so Situationen, die man nicht erkennt. Und wenn sie eintreten, weiß man nicht, wie man damit umgehen soll. Und da sage ich einfach, am besten locker sein. Meistens trifft man diese Person nie wieder. Und es passiert ja auch meistens so in so Situationen, wo man eben, ja, sag ich mal, im Edeka, keine Ahnung, in irgendwo in einer anderen Stadt oder so, weil wenn ich zum Beispiel in meinem Dorf gibt es so einen Laden und die kennen einen da, so, weißt du, den hast du einmal vor Jahren dein Perso gezeigt und wenn du da irgendwie dein Perso, also nochmal was kaufst, wo du eigentlich ein Perso zu brauchst, dann ist denen das scheißegal, weil die kennen dich. Du gehst da jeden Tag hin oder jeden zweiten Tag. Auf jeden Fall ist man da bekannt und dann ist das kein Ding so. Aber sowas passiert halt meistens immer in Situationen, wo hier voll viele da sind und ja, wo man die Leute eben nicht kennt und man da einfach in so eine doofe Erklärungsnotsituation kommt. Ja. Was gibt es noch für unangenehme Situationen? Ich hatte das einmal im Fitnessstudio, letztens hatte ich auch eine sehr unangenehme Situation. Es war aber, ja, es war, also ich denke, man macht sich die Situation auch oft selber unangenehm so, weil es ist eigentlich, wenn man cool und locker an die Sache rangeht, ist es halb so schlimm, wie wenn man sich so krampfhaft denkt so, fuck, was mache ich jetzt und so. Und da war einfach eine Situation im Fitnessstudio. Ich komme in die Umkleide und vor meiner alten Arbeit, wo ich damals noch unter meinem alten Namen war, beziehungsweise erst und dann halt das Outing öffentlich gemacht wurde, stand auf einmal jemand in der Umkleide. Er war nackt. Ich musste mich umziehen und ich dachte mir so, fuck. Warum? Warum habe ich jetzt ausgerechnet den Schlüssel für diese Umkleide gekriegt? So, und du kannst ja jetzt auch nicht wieder eine Kehrtwende machen und rausgehen. Und dann, ich glaube, ich bin auch ein bisschen rot geworden in dieser Situation. Weil er stand einfach entblößt und ich musste mich auch entblößen, damit ich meine Sportsache anziehen konnte. Und es war einfach so, oh mein Gott, wie unangenehm. So, aber ja, ich habe mich dann ganz schnell umgezogen und bin dann Sport machen gegangen, um halt ja, dieser Situation so schnell wie möglich aus dem Weg zu gehen. Und ich habe ihn zum Glück auch nicht wieder dort gesehen. Ich muss mich natürlich darauf einstellen, dass ich ihn da öfters sehen werde und vielleicht auch öfters in einer Situation, wo ich ihn eigentlich nie nackt sehen wollte, ja, nackt sehen wollte und ja, so ist das manchmal. Da kann man nichts machen. Diese Situation kann es immer geben. Wie gesagt, geht einfach ruhig und gelassen daran, weil wenn ihr selber versteift seid und so, dann ist es alles viel zu auffällig. Manchmal habe ich auch das Gefühl, Menschen spüren einfach die Unsicherheit des Gegenübers und ja, ich will nicht sagen, sie nutzen das aus, aber es ist dann einfach schon auffälliger und dann fragt man nach. Das ist genauso wie wenn man jetzt irgendwie
Nehmen wir das Beispiel, irgendjemand fährt betrunken Auto. Dann hat er so die Angst, betrunken, also angehalten zu werden von der Polizei und fährt komisch. Also fährt so, wie ein normaler Autofahrer nicht fahren würde. Man erkennt betrunkene Autofahrer nicht unbedingt daran, dass man irgendwie Schlangenlinien fährt, sondern daran, dass er sich zu penibel an irgendwas hält oder halt, ne, sich einfach, ja. Ich sag mal so, man ist einfach auffällig dadurch, ne? Man hat ein anderes Verhalten, wie wenn man jetzt nichts zu verbergen hat. Und das ist einfach das, was das Risiko ja, hervorruft. Und deswegen sage ich euch, bleibt cool und gelassen. Keiner wird euch da irgendwie ja, in irgendeine Scheißsituation bringen. Geht einfach in der Situation kurz und knapp und offen damit um. Zack, zack, zack. Und dann flüchtet aus der Situation und gut ist. Ja, so viel zum Thema von mir. Ich werde jetzt weiter mich auf die Couch legen. Und ja, wir sehen uns jetzt am Sonntag natürlich wieder. Jetzt bin ich zu Hause, habe regelmäßig Internet, alles cool und habe genug Zeit, um auch vorzudrehen. Und ja, in diesem Sinne, macht es gut, habt noch eine schöne restliche Woche. Viel Spaß mit den anderen Jungs und wir sehen uns am Sonntag wieder. Ciao.